Hallo und herzlich willkommen zurück zu Freelancer Crossfire. Und wir sind immer noch in Daedalus, nachdem wir in der letzten Folge leider nicht erfolgreich waren, noch irgendwas zu finden, was ich sehr schade fand. Aber heute haben wir wieder die Wahl. Wir sind direkt am X3043-Tor. Und von dort aus würde ich gerne heute weiterfliegen. Nächstes System. Allerdings muss ich erstmal gucken, wo war das Tor? Hier ist schon wieder ein Riesenkampf. Ich muss mal kurz gucken. Das Tor ist hier drüben. Da lang geht's. Ach, hier ist es doch. Ich hab's jetzt schlicht übersehen, weil die Station im Weg war. Ja, da geht's heute ganz einfach weiter. Wir haben noch ein paar Systeme offen, die uns nach es ruckelt kurz, die uns von X3043 aus noch interessant vorkommen dürften, beziehungsweise die wir noch erforschen sollten. Und ich lege heute ganz einfach mal los. Ein paar Sachen sind noch. Ich sehe jetzt hier auf meiner Liste, ich hatte mir eine Liste gemacht, Vega, Telosis und Tarsus natürlich. Jetzt muss ich bitte mal gucken. Hier ist halt wieder Action. So, ich fliege mal kurz ein Stück zurück. Daedalus. Telosis wäre hier, Vega, Tarsus. Ich würde sagen, wir machen das in Reihe. Wir fliegen das mal in Reihe ab. Ich muss bloß mal gucken. Ja, wir haben wieder Schlachtschiffe von der CSF vor der Nase. Leute, ihr solltet mich mal bitte in Ruhe lassen. Ich will jetzt einfach weiterfliegen. Bitte, bitte, bitte. So, Telosis ist unser nächstes Ziel. Und auf das System bin ich auch gespannt. Ich weiß nicht. Ich glaube, in dem System waren wir während der Crossfire-Kampagne nicht. Aber nachdem wir in... War das in Sekar? Ich glaube, in Sekar waren... Was uns doch ziemlich bekannt vorkam. Geht's heute weiter? Da war gerade eine Sonne. Und jetzt sind wir mitten im Nebelfeld. Da ist eine Stadt. Da ist erstmal eine Station. Da können wir ja landen. Wem gehörten die? Den Ausgestoßenen. Da muss man jetzt mal aufpassen. Ich habe jetzt Angst, dass hier andere Fraktionen kommen, die uns feindlich gesinnt sind. Bevor jetzt die Station hier rot wird, sollten wir vielleicht landen. Ich hätte vielleicht den Reiseflug anmachen sollen. Sonst könnten wir Ärger kriegen, aber bis jetzt sieht's gut aus. Oh, das sieht natürlich wahnsinnig toll aus mit diesem Asteroiden. Herrlich beleuchtet. Wir landen erst einmal hier. Denn Orientierung mitten in diesem übelsten Nebelfeld, was den Badlands ziemlich ähnelt, habe ich jetzt noch nicht. Wir können ja gleich mal gucken, was es hier für Schiffe gibt. Oh, das sieht aus wie noch eine Anubis-Form. Der Coyote ist wieder ein historisches Schiff. Tatsächlich. Ähnelt dem Anubis ein bisschen, aber na gut, nur an der Front. Ein kleines bisschen. Aber sieht natürlich relativ hübsch aus. Der Silverfish. Der ist natürlich windschnittig. Wenn es denn Wind im All gäbe, aber hat schon was. Und der Wolverine ist auch wieder ein historisches Schiff. Den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Also nicht gesehen, wir hatten ihn nur auf dem Radar. Glaube ich. Aber, ach, jetzt habe ich gar nicht auf der Karte geguckt. Jetzt fliege ich ja einfach los. Und habe nicht auf der Karte geguckt. So, ach, wir haben eine Handelsroute. Wir haben hier eine Handelsroute. Gucke mal kurz. Mach mal Dings an. Ach, da ist sie doch. Wir haben keine Gegner hier. Korsaren. Okay. Korsaren und Polizei. Das ist unser Glück wahrscheinlich. Zum Planeten Kappa. Hier drüben ist auch noch eine Handelsroute. Wir nehmen aber erst einmal die funktionierende. Zum Planeten Kappa. Vielleicht kommen wir ja durch aus diesem Nebelfeld raus. Da hinten ist eine Sonne. 139 Kilometer. Also es ist ein ganzes Stück weg. Und wir haben den Planeten, glaube ich, schon. Guck nochmal auf die Karte. Die Sonne ist hier hinten.
Ja, gut. Aber außerhalb des Nebelfeldes ist der Planet. Hier ist noch ein Planet tatsächlich. Den habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Was? Ein Pro-Planet? Ein Protoplanet? Ein Protoplanet, okay. Auf der Station waren wir und der Planet hat noch ein paar Monde. Das werden wir dann auf dem Rückflug mal uns angucken. Hallöchen! Hier ist eine DSE-Station, hier ist eine Anomalie. Da soll ich aufpassen. Das haben wir ja in der letzten Folge, in den letzten Folgen mit Zeltos ja zureichend erlebt. Ist einiges zerstört tatsächlich. Eine zerstörte Station, die zwar nicht auf dem Planeten liegt, aber am Planeten ziemlich hängt. Wir landen hier gleich mal. Und ich würde mal hier ausmachen. Das hat, ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Denke ich zumindest, dass wir das nicht brauchen. Planet Kappa sieht auch wieder ziemlich nach einer Stadt aus. Wo ist denn unser Schiff? Ja, wow, außerhalb vom Bildschirm. Warum nicht? Oh, ich sehe es schon. Ich glaube, wir brauchen hier nicht groß nach Schiffen gucken. Wir haben wieder unsere sehr schweren Jäger aus dem Grundspiel. Das ist jetzt nicht so interessant tatsächlich. Das hätte ich mir jetzt weit interessanter vorgestellt. Die Monde habt ihr gesehen, jetzt sieht man hier erst einmal, dass das hier alles noch für Asteroidenfelder sind. So, zur Perk-Shipyard. Geht's hier lang. Guck mal, hier ist noch ein Mond. Mühsam. Hier ist diese Anomalie. Ich weiß nicht, ob wir uns der nähern sollten. Könnte eine Gravitationsanomalie sein. Schwer zu sagen. Wem gehört denn die Handelsroute eigentlich? Der Navy. Okay. Echt gute Frage, was das System hier so für uns bereithält. Diese Handelsroute ist außerhalb des Nebelfeldes und damit glaube ich, dass die andere noch gebaute Handelsroute wahrscheinlich hier lang geht. Zurück zum X-3043-Tor. Ich guck mal nach Patrouillenrouten. Darunter ist eine neutrale. Können wir auf dem Rückflug machen. Feindliche sind auch hier lang. Zwei Stück. Freundliche sind im Dreieck. Ja gut, das ist okay. Ach, und hier geht auch noch eine neutrale Patrouillenroute ran. Die sieht man kaum. Also das sollten wir das auf dem Rückflug uns mal näher betrachten. Jetzt werden wir erstmal zu dem zu der Schiffswerft fliegen. Da ist, glaube ich, die noch zu bauende Handelsroute, genau. Die wir noch nicht benutzen können. Will ich aber auch jetzt nicht manuell anfliegen. Da haben wir die Perk Shipyard. Ist eine Daumann-Station. Ist relativ groß. Hier sehe ich jetzt aber keine Schiffe mal zur Abwechslung drin. Hat man ja... Doch, hier unten ist, glaube ich, eins. Hat man ja jetzt bei den letzten Schiffswerften immer mal, dass da schon Schiffe drin waren. Was ja im Grundspiel, wer sich erinnert, kaum der Fall war. Wo können wir denn hier andocken, dort? Ich muss jetzt erst mal die Dockingport suchen. Das war jetzt erst mal ein bisschen schwierig. War ein kleines bisschen versteckt. Wir landen hier mal. Vielleicht gibt es ja auf dieser Schiffswerft noch ein paar interessante Schiffe zu sehen. Was ist denn das hier? Oh, guckt euch das an. Eine bretonianische Korvette. Die gibt es hier zu kaufen. Eine Kosari-Korvette, die wir relativ selten gesehen haben bis jetzt. Und natürlich die klassische Rheinland-Korvette, die wir weiß nicht wie oft schon gesehen haben. Also hier auf dieser Schiffswerft gibt es die Korvetten. Ich speichere mal ganz kurz ab. Und dann fliegen wir wieder los. Ich würde jetzt den Rückflug antreten zum Planeten. Wie hieß der Planet? Kappa, ne? Dann würde ich... Drüben ist halt noch diese Wolke, ne? Werden wir gerade beschossen? Nee. Ich dachte jetzt schon. Diese dunkle Wolke weiß ich eben noch nicht. Haben wir die schon auf der Karte? Nee, haben wir nicht. Naja gut, ist die Frage, sollten wir es näher untersuchen oder nicht? Ich würde vielleicht mal
den Plan kurzerhand ändern. Würde mal aus der Handelsroute raus. Und mal kurz ein kleines Stück hinfliegen. Das wird ihr auf der Karte haben. Lässt sich nur schwer jetzt beurteilen, wo wir raus sollten, weil das mehrere kleine Wolken anscheinend auch sind. Hm. Gute Frage. Ich würde mal jetzt gleich hier aussteigen. Und zwar genau jetzt. Und dann fliegen wir mal hier rüber. In der Hoffnung, dass diese Wolke überhaupt noch auf der Karte ist. Das ist halt die nächste... Was? Oh! Ausgestoßen und Lane-Hackers. Hallöchen! Hey! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir Ärger kriegen. Kriegen wir diese Wolke auf die Karte? Wir haben keine feindliche Patrouillenroute. Wir haben generell keine Patrouillenroute hier. Das ist jetzt interessant. Also es kann auch durchaus sein, dass diese Wolke außerhalb der Karte ist. Dann könnten wir es, glaube ich, vergessen. Dann bringt es jetzt wenig, das Ding noch zu erforschen. Wir nähern uns. Doch, wir haben sie noch auf der Karte. Irgendwelche Patrouillenrouten haben wir nicht. Und die Wolke ist halt einfach nur dunkel. Ich sehe jetzt de facto gar nichts. Außer, dass hier Gegner kommen. Okay, Rückzug. Rückzug zur Handelsroute. Das wird sonst nichts. Was sind's denn? Das sind wieder Lane-Hackers und ein paar Ausgestoßene mit dem Silberfisch, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Hallöchen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich in die richtige Richtung fliege. Passt auf, während ich jetzt rückwärts fliege. Au. Neuer Wegpunkt. Aua, Leute. Hey. Hey, 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 hey. Aber Rogues kommen jetzt auch noch dazu. Kann ich die eventuell entschärfen? Bitte. Ja, Glück gehabt. Das war jetzt wichtig. Es hätte sonst noch mehr im Schild wehgetan. Hätte ich jetzt nicht so Lust drauf gehabt. Ach, da ist unsere Handelsroute. Oh Gott, das ist jetzt sehr ambitioniert, was ich mache. So nah an einem Gegner noch einen Reiseflug zünden. Könnte jetzt nach hinten losgehen? Na, es scheint zu klappen. Wir kommen noch weg. Das ist jetzt aber mehr Glück als alles andere gewesen. Sehr schön. So, Planet Kappa ist unser Ziel. Wegpunkt kann ich wieder löschen. Wegpunkt setze ich dann aber hierher auf die neutrale Handelsroute. Ja, die feindliche Patrouillenroute geht hier lang. Das könnte ein Viereck sein. Das ist jetzt die Frage. Und hier unten ist halt auch noch eine neutrale Handelsroute. Patrouillenroute. Deswegen weiß ich es noch nicht recht. Wie wir das jetzt machen. So, Reiseflug einmal an. Ach, das ist eine kleine Wolke hier hinten. Und dann hoffen wir das Beste. Tatsächlich, dass wir jetzt nicht so dermaßen auf irgendwelche Gegner stoßen. Dass wir jetzt auch vorankommen. Hier ist noch ein Asteroidengürtel. Hier außen. Hier ist die Barriere zu sehen. Das ist halt wieder wunderschön gemacht. Und mit dieser Anomalie hier, es könnte eine Gravitationsanomalie sein von dieser kaputten Station. Schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen. So, machen wir mal die Karte auf. Ist diese Patrouillenroute, die ist genau am Rand der Wolke? Ist eine echt gute Frage. Ob wir da jetzt... Ob die Patrouillenroute weitergeführt wird? Ich versuche mal außerhalb der Wolke lang zu fliegen. Nach Möglichkeit tatsächlich. Jetzt müssen wir echt ein bisschen gucken, dass wir nicht so viel Besuch kriegen, wie ich mir das jetzt eher denke. Ich habe noch keine Ahnung. So, wir sind in 10 Kilometer... Wir sind in 10 Kilometern Reichweite. Patrouille... Ah, hier ist das... Ach Gott, hier ist eine... Hier ist auch noch Strahlung. Na, das ist ja erfreulich. Also die Patrouillenroute geht weiter, ihr habt es gerade gesehen. Wir verfolgen die aber auch weiter.
Könnte ja eine versteckte Station sein oder, was immer meine größte Hoffnung ist, ein Sprungloch. Irgendwo anders hin. Ich hasse es, so frei durch solche großen Asteroidenfelder zu fliegen. Anflugmodus ist an, Gott sei Dank. Eieiei, jetzt können wir auch wieder schneller fliegen. Haben wir denn hier feindliche Patrouillenrouten auf dem Weg? Nein. Wie gesagt, dieses Feld hier ist ein bisschen klein. Und eher... Wow, das war knapp. Eher winzig tatsächlich. Aber man sieht hier auch nichts. Wir haben jetzt freie Sicht. Wenn irgendwo ein Sprungloch ist, dann müsste es ja, wenn, dann hier vorne irgendwo sein. Und dann müssten wir das jetzt auch gleich in 30 Kilometern Reichweite sehen. Ich hoffe, dass da eins ist. So ein ganzes Stück außerhalb wäre jetzt nicht schlecht. Und da wäre natürlich auch die Frage, wo geht's hin? Das Sprungloch. Was ich aber feststelle, wir waren hier definitiv nicht in dem System. Also da könnte ich mich nicht erinnern, dass wir da waren. Ist das hier vorne jetzt schon eins? Hier ist so ein kleiner farblicher Unterschied. Gerade durch den Wegpunkt lässt sich das hier schwer erkennen. So ein bisschen rötlich. Es könnte ein Sprungloch sein. Ich mach mal den Wegpunkt aus. Vielleicht erkennen wir es jetzt besser. Ja, tatsächlich. Ganz klein hier, versteckt. Ein Sprungloch. Wunderbar. Ich drehe mich nochmal richtig hin. Wäre jetzt die Frage, wo geht das hin? Das Sprungloch. Würde ich mir erst einmal offen lassen. Ja, jetzt sieht man es schön. Es geht nach Enyo. In Enyo waren wir noch nicht. Aber das geht auch von X3043 ab. Gehen die Patrouillenrouten hier noch weiter? Die gehen auch noch weiter. In Richtung feindlicher Patrouillenrouten. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Wir sparen uns das mal auf. Enyo ist so ein System, wo wir auch noch nicht waren. Das ist auch noch auf meiner Liste. Ich gucke mir aber erst einmal hier so außerhalb der Wolke ein paar Sachen an. Wir nähern uns der feindlichen Patrouillenrouten. Hier wird geschossen. Was ist hier los? Wer? Agera gegen Rote Hessen. Ach, die sind auch hier. Nicht nur, dass wir Korsaren gesehen haben und Ausgestoßene, sondern Rote Hessen auch noch. Ja, das ist ja wieder ein sehr, sehr umkämpftes System. Das ist ja wieder richtig Spaß hier. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir mit vielen Fraktionen jetzt neutral sind, dass wir hier in Ruhe erforschen können. Und es nicht ständig zum Kampf kommt. Gegen die Liberty Rogues, ja, und dass auch die Wegelagerer, also die Lane Hackers, uns immer mal in die Quere kommen, ist in Ordnung. Kann ich verstehen. Wir können nicht mit allen neutral sein. Das wäre zu schön. Jetzt kommen hier ein Haufen Schiffe entgegen. Das ist ja Wahnsinn. Auch der Orden kommt uns entgegen. Also hier ist wieder einiges los. Hier ist wirklich wieder einiges los. Ich befürchte, dass die Patrouillenrouten, die neutralen Patrouillenrouten, jetzt wieder zurückgehen in Richtung X3043. Könnte sein. Muss aber nicht. Kann natürlich auch sein, dass diese Patrouillenroute sinnloserweise hier endet. Und ich dann einfach den Rückflug antrete. Feindliche Patrouillenrouten gehen auch zum Sprungloch. Hier endet eben auch noch eine. Die könnte weitergehen. Das weiß ich eben nicht. Und freundliche Patrouillenrouten, ja, das ist jetzt eher mickrig. Ganz ehrlich. Ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft, aber... Okay. Aber wir haben ja noch dieses Ende der neutralen Patrouillenroute. Könnte sein, dass die sich jetzt verbinden. Wenn die sich verbinden sollten, ist jetzt die Frage, fliege ich noch dahin oder nicht? Ich werde es wahrscheinlich machen. Vielleicht gibt es ja noch ein zweites Sprungloch hier. Bitte, bitte. Das wäre sehr, sehr schön. Ich befürchte aber fast nicht. Wie gesagt, was die neuen Systeme angeht, sind sie nicht so dolle gesät mit Sprunglöchern. Also wir haben jetzt nicht so viele Querverbindungen, aber ich glaube auch ganz ehrlich, Leute, wenn wir uns die Karte von Sirius angucken, das reicht. Ne? Ich glaube, wir haben genug. Es könnte nach Tarsus eine Verbindung geben, nach
Enyo gibt es ja auch eine. Ich weiß noch nicht, wo Enyo auf der Karte ist. Da waren wir ja noch nicht. Wird sich zeigen. Halt, ich muss mal kurz anhalten. Die Patrouillenrouten verbinden sich tatsächlich. Wenigstens die Ecke will ich noch mitnehmen. Wir fliegen jetzt wieder mitten rein in die Wolke. Hier ist wieder Action. Was ist los? Hessen, Ausgestoßene, Agera. Noch mehr Ausgestoßene, der Orden. GMG. Ist unglaublich, oder? Was es hier für Kämpfe in dieser Mod gibt. Was hier alles los ist. Das ist eben das Schöne. Es ist belebt. Es macht echt Spaß. Ich glaube, im Grundspiel war das immer so, wenn dir ein Gegner entgegengekommen ist. Oh Mann, ich will doch einfach nur erforschen. Und jetzt denkst du dir aber, Mensch, ich lerne das doch eigentlich so richtig zu schätzen gerade, dass hier so viel los ist. Und vielleicht war man auch froh übers Grundspiel. Man muss sich ja auch mal dahingehend zufrieden zeigen, dass da nicht so viel los war und man in Ruhe erforschen konnte. Jetzt bin ich eher froh, dass wir mit so vielen Fraktionen uns neutral gestellt haben. Die Ancient, ja, da haben wir noch... Nächstes Level eine Mission? Jetzt ehrlich? Eine Mission? Welche Mission? Wir haben gar keine Mission. Liberty Rogues. Ja, die CSF. Ich glaube, da wären wir nie glücklich mit. Die ganzen Alien-Fraktionen. Außer natürlich die Dom Kavash. Koalitions-Rogues. Ja, zur Koalition müssen wir dann auch noch fliegen. Das ist eben so das, was ich noch vorhatte. Dass wir jetzt erstmal Sirius in aller Ruhe erkunden. Boah, sag mal, wie viele Asteroiden gibt es denn hier, an die wir hier knallen? Mensch, das Kinder. Dass wir erstmal Sirius erkunden. Und ouch. Und danach ist die Frage, wo geht's als nächstes hin? Wollen wir Altair nochmal auseinandernehmen? Und nochmal bei der Koalition vorbeischauen, da haben wir nicht alles mitgenommen. Wollen wir nochmal das Sonnensystem erforschen? Wo es anscheinend mehrere Systeme gibt. Außer Sol. Wo wir nicht alles haben, wie ich feststelle. Wir haben nur Saturn. Warum auch immer. Ich habe gerade gesehen, hier war doch noch irgendwie eine kaputte Station, oder? Ja, hier drüben. Aber halt kaputt. Es ist schade. Oder wollen wir... Obwohl, nee, das... Es wäre jetzt die Frage, ob wir nochmal in den Inner Core versuchen vorzudringen. Kanis war jetzt nichts weiter, ne? Keltor, Kinak, das weiß ich jetzt... Ach so, Kanis war... Das, die Durchgangsgalaxie zu den Nomaden und zur Geheimwaffe der Dom Kavash. So, ich brauche einen neuen Wegpunkt. Und zwar hierher. Denn wir wollen ja uns dann Enyo angucken. So, einmal wieder zurück zur Handelsroute. Also... Wie gesagt, welche Galaxien wir uns nach Sirius angucken, das würde ich natürlich sehr, sehr gerne eurer Entscheidung überlassen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was euch jetzt lieber wäre, ob wir mal uns die Koalition angucken wollen, ob wir uns vielleicht das Sonnensystem mal angucken wollen. Nochmal richtig, anscheinend wurde ja einiges gelöscht durch das Beenden der Crossfire-Kampagne. Oder vielleicht sagt ihr, komm... Wag dich doch nochmal in den Wahnsinn. Flieg nochmal den Inner Core Sektor an. Schau dir das nochmal an. Vielleicht sind da erstens noch ein paar Systeme und ein paar Stationen, die wir noch nicht erforscht haben. Und da wird sicher einiges sein. Denke ich. Beziehungsweise begib dich doch in den Wahnsinn, von den Aliens abgeschossen zu werden. Das ist nämlich meine größte Befürchtung. Dass wenn wir wieder den Inner Core Sektor betreten, dass es dann unsagbaren Ärger gibt. Und unsagbarer Ärger ist wirklich so gemeint. Also, die Schiffe, die Aliens haben,
sind halt echt krass. Und habe ich auch ein bisschen Angst vor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt schon wieder so übelster Verkehr. Was ist denn hier los? LWB, Goldene Chrysantheme, Gateway, Hogosha, Boex, Polizei. Also jetzt schon wieder einiges los. Da drüben ist das X3043-Tor. Da war gerade noch die Station zu sehen. Ich will aber die Handelsroute. Wegpunkte können wir jetzt löschen. Wir fliegen zurück zum Planeten Kappa. Und dann treten wir den Weg wieder zum Sprungloch an. Die feindlichen Patrouillenrouten habe ich jetzt bewusst nicht auseinandergenommen. Können wir ja noch machen. Theoretisch. Warum nicht? Können wir nochmal auf die Karte gucken? Ja, ist die Frage. Ja, ist die Frage, wollen wir das hier noch machen? Ich mach's ganz einfach. Genau auf der feindlichen Patrouillenroute 30 Kilometer lang fliegen. Yay! Also stellt euch jetzt auf was ein. Es könnte Ärger geben. Oh ja, ich höre es schon. Es geht jetzt. Lane Hackers, es geht schon los. Ich bin gerade aus der Handelsroute raus. Es gibt schon Ärger. Und ich sehe es halt nicht. Ich sehe es halt absolut nicht, wo Gegner sind, außer natürlich auf der Seite. Hey Leute, hey. Ich wollte nur hier lang. Ja, das war jetzt nicht irgendwie böse gemeint. Oder so, ich sollte mich nochmal drehen. Denn das ist halt das große Problem in so einem Asteroidenfeld. Ja, hier sind halt schon wieder übelst Kämpfer. Obwohl, es geht gerade. Zoner sind auch noch hier. Es ist ja... Wow. Versuche jetzt nochmal einen Reiseflug anzumachen, auch wenn das jetzt eventuell nicht funktionieren wird. Oh Gott, das... Oh Gott, war der nah ran. Wenn er sogar in Schussreichweite ist. Okay. Okay. Das wird wahrscheinlich durch die Asteroiden sein. Jetzt ist er, glaube ich, weg. Oder? Naja, er lebt noch. Jetzt ist er weg. Aber die Musik ändert sich immer noch nicht wirklich. Es gibt anscheinend noch mehr Ärger. Nee, es geht. Die Musik hat sich nur nicht wieder auf neutral geändert. Die kann aber auch durchaus so bleiben, denn wir bewegen uns halt auf einer feindlichen Patrouillenroute. Was willst du denn machen? Deswegen, Ärger könnte jetzt überall lauern. Jetzt nur die Frage, wann wir das nächste Mal Ärger kriegen. So, wir dürften jetzt in 10 Kilometern Reichweite von der Patrouillenroute sein. Achso, wir haben ja... Ja, die wird verbunden. Okay, also... Ist Enyo unser nächstes Ziel. Und ja, unser nächstes Ziel ist erst einmal nicht an irgendwelche Asteroiden zu knallen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Und parallel sehe ich halt, dass die feindlichen Patrouillenrouten auch zum Sprungloch gehen. Was uns damit sagt, es könnte uns im nächsten System einiges erwarten. Ist nur die Frage, was? Das wäre wirklich die Frage. Was haben wir dann vor der Nase? Haben wir dann noch mehr Ausgestoßene vor der Nase? Lane-Hackers? Rogues? Das mit den Ausgestoßenen war ja bis jetzt kein Problem. Die sind uns neutral gesinnt, das ist unser Glück. Das war zumindest in diesem System unser Glück, weil genau, also weil denn ihre Station genau am X3043-Tor steht. Es sind wieder Lane-Hackers. Okay, dieser Reiseflugunterbrecher ist gegen den Asteroiden geknallt. Hui! Das war unser Glück jetzt. Und damit sind sie außer Reichweite. Das klappt jetzt aber nur einmal. Ein zweites Mal wird das nicht klappen. Befürchte ich zumindest. Ich glaube, wir kommen langsam aus der Wolke raus. Ja. Wir sind fast draußen. Ich glaube, ich kann die Patrouillenrouten jetzt auch getrost ausmachen.
die werden wir jetzt nicht weiter brauchen. Wir sind jetzt im offenen All. Wenn jetzt irgendwelche Gegner kommen, die sehen wir rechtzeitig. Aber gegen Reiseflugunterbrecher können wir halt trotzdem nicht gegensteuern. Das Einzige, was ich jetzt natürlich machen kann, ist erstens schneller fliegen und zweitens auch wieder den freien Flug anmachen. Was? Jetzt ehrlich? Oh Gott. Dagger und Stilettos. Guckt euch das hier unten an. Aber in 10 Kilometern Reichweite. Und wir fliegen von denen weg. Ist das jetzt vielleicht so ein Vorteil von unserem Sensor, den wir uns gekauft hatten? Wo ist er denn? Hier von unserem großen Scanner, der halt 12 Kilometer Reichweite hat. Beziehungsweise 10 Kilometer für Fracht. Das wäre natürlich der Hammer. Hier 8,3, also... Und sie fliegen weg. Deswegen die Musik dauernd. Das ist natürlich jetzt echt ein Vorteil. Das erste Mal können wir das schätzen. Dass ich die... Wie viel haben die gekostet? Ich glaube 10 Millionen hat er gekostet, ne? Oder 9,9999 Millionen hat der Advanced Subspace Scanner gekostet. Deswegen... Oh, wir haben Schutzschildbatterien verloren, sehe ich gerade. Beziehungsweise wir haben keine nachgekauft. Das habe ich jetzt gar nicht groß auf dem Schirm gehabt. Ja, Gegner sind außer Reichweite. Sehr, sehr, sehr schön, Leute. So, also, nächste Folge. Schauen wir uns Ennio an. Das war hier mit Telosis. War ein ziemlich interessantes System. Und ich bin gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!